Victor Sina Wieser. Ich bin die Frau von Marc Wieser, die Schwester von Reto Schäppi und die Mami von der Ella. Angefangen hat es, dass mein Papi schon Hockey gespielt hat als Kind. Also der Reto und ich sind in so einen Anfängerkurs und dann ist er ziemlich schnell ins Hockey und ich bin ins Eiskunstlauf. Wir sind eigentlich wirklich jeden Tag auf die Eisbahn, also jede freie Minute. Aktuell bin ich Eislauftrainerin. Nebenbei bin ich noch am Sportstudium, habe jetzt gerade den Master bald abgeschlossen und nachher möchte ich noch Sportlehrerin machen. Wir haben uns kennengelernt am Spengler Cup vor 12 Jahren. Er hat, glaube ich, das erste Mal am Spengler Cup mitgemacht. Und dann haben sie mich dort mal angefragt, ob ich im Pausenspiel, also im Finale, also eine kurze Choreo machen würde. Und dann war er eben auch gerade auf der Eisbahn gewesen. Und dann haben wir uns dort immer gesehen. Und haben aber noch nicht so miteinander geschwätzt. Und dann im Ausgang haben wir uns dann das erste Mal wirklich getroffen. Ich hatte eigentlich Ausgangsverbot, aber ich bin gleich gegangen und habe sie nochmal getroffen. Dann haben wir uns noch besser kennengelernt. Ja, und da sind immer mehr Treffen zustande gekommen. Wir hatten lange Fernbeziehungen, sind nie richtig zusammen gewohnt und so. Ist natürlich nach 6 Jahren Fernbeziehung fragst du schon, ja, würde das Zusammenleben auch funktionieren? Und das sind mal 3 Monate zu Hause gewesen und es hat super funktioniert. Und von dort bin ich mir eigentlich sicher gewesen. Ja. Ja, jetzt kommst du eigentlich heim und das erste Thema stellen, was sie heute gemacht hat oder wie es beim Arzt war oder und. Und man kann auch dann richtig abschalten und nicht immer über das Hockey reden. Und ja, das komme ich gerne heim. Ja. Ja, wie der Reto reagiert hat, als er erfahren hat, dass der Marc jetzt mein Freund ist, das ist gar nicht, ja, das ist dann einfach so gewesen. Und jetzt, ja, ist er einer seiner besten Kollegen. Sie hat 2 coole Brüder, sind super Kollegen von mir jetzt. Ja, und es hat eigentlich gepasst, auch ihre Familie, alles, ja, super. Es ist so, man kann nicht sagen, man ist für den einen oder für den anderen. Es ist, ich bin einmal so, während dem Match ist gerade so, entweder der, der gerade hinten ist, für den bin ich mehr. Es ist so, dann hoffe ich, dass die wieder aufholen. Das ist auch schwierig. Ja, Bezeichnung Spielerfrau, ja, das hört man noch viel. Man wird dann gerade so ein bisschen abgestempelt. Man ist ja in dem Sinne eine eigenständige Person. Und gleichzeitig, ja, wenn man heisst, bist du Frau von oder die Schwester von, ja, es ist so. Und man ist ja gleichzeitig auch stolz auf sie. Ja, das gibt mir so viel. Ich habe immer gewusst, dass ich mal Kind will und habe vorher all meine Ausbildungen machen wollen. Aber eigentlich habe ich immer gewusst, mein Hauptziel oder mein Hauptwunsch ist, einmal ein Baby zu haben. Und das ist wirklich das Schönste. Oh, jetzt ist jetzt gerade alles runter. Der Alltag bei uns daheim ist eigentlich, dass ich am Morgen daheim bin mit Ella. Ja, ich nehme sie auf, ich ziehe sie an und alles und füttere. Je nachdem, wenn ich am Mittag arbeite, dann gehe ich führen auf die Eisbahn mit der Ella. Er übernimmt den Wagen, geht heim. Ich gehe eine Stunde Training. So, viel Spaß. Wer besser kann Schlittschuh fahren, das ist der Fall klar, das bin ich. Bei der Geschwindigkeit weiss ich jetzt nicht. Also wir haben noch nie ein Wettrennen gemacht, aber rein technisch würde ich sagen, ja, könnt ihr noch einiges lernen von mir. Als Davos darf ich als Eislauftrainerin arbeiten beim HC Davos. Und zwar bei der untersten Stufe, bei der U9 und bei der U11. Und ja, ich mache dort den technischen Bereich des Eislaufen. Es geht hauptsächlich darum, dass ich den Kindern Basics beibringe, geradeaus fahren, rückwärts fahren, ja, halt all die eislauftechnischen Sachen übersetzen,
Bogen fahren, all das Zeug. Mein Job bedeutet mir sehr viel. Es ist meine Leidenschaft, das Eislaufen. Und ja, es ist auch schön, dass ich das da darf machen darf. Und ja, es ist wirklich super, dass ich das ein bisschen aufteilen kann auf Eiskunstlaufen und Hockey. Das macht wirklich Spass. Jetzt können das weitergeben, was ich gelernt habe, das ist natürlich das Schönste. Wenn jetzt er in Biel spielen, dann wäre ich dort. Ob ich dort auf dem Eis arbeiten könnte, weiss ich natürlich nicht. Aber ja, es ist schon so. Also, wenn er da oben wäre, wäre ich auch nicht da. In dem Sinn. Aber ja, es ergänzt sich jetzt super. Ja, was eine gute Beziehung ausmacht, ist sicher, dass man einander respektiert und dass man einander unterstützt. Ich wollte einfach mein Ding auch noch durchziehen und er hat mich voll unterstützt. Klar, für ihn war das neu, weil bisher bin ich immer am Wochenende auf Davos und habe sein Leben ein bisschen gelebt. Ab dem Moment, als ich studiere, hat er mich so unterstützt. Also darum, es hat dann geklappt. Wir haben sehr viele ja, Veränderungen dann gehabt in unserer Beziehung. Mit ja, mal da leben, mal dort leben. Und ja, ich denke, es macht sehr viel aus, dass man einfach respektiert, was der andere macht und einander die ganze Zeit unterstützt.